Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um die schreibende Zunft und natürlich gibt es am Schluss wieder ein Gusto-Stückchen, das führt uns heute ins Mittelalter. Bleibt also dran. Ich möchte ganz kurz über das erste Standbein unserer Firma sprechen und da sind wir eigentlich ein klassisches Redaktionsbüro. Wir betreuen einerseits Autoren, die ihre eigenen Bücher schreiben, also klassischer Fall, ein Autor möchte ein Buch schreiben, dann setzt man sich mit dem zusammen, bringt es ein bisschen in Form, überlegt, wo müsste man noch was ausbauen, wo könnte man etwas weniger machen, welche Medien wird es zu diesem Buch geben und so weiter. Dann schreibt der Autor, dann wird das wieder in mehreren Schritten redigiert, korrigiert, dann wird ein Layout besprochen, Layout ausgefüllt und dann am Schluss eigentlich bis zum fertigen Druckmaterial wird der Autor betreut. Andererseits schreiben wir auch unsere eigenen Projekte. Das können also auch Bücher sein, Schulbücher zum Beispiel. Das können CDs sein. Es gibt von uns eine ganze Reihe mit Kinder-CDs. Gibt es übrigens ein eigenes Video dazu. Und da wir ja eine Videoproduktionsfirma sind, schreiben wir natürlich auch unsere eigenen Filme. Also die ganzen Recherchen machen wir selber, wir schreiben die Sprechertexte, wir entwerfen die Drehbücher. Und wenn ihr uns googelt, werdet ihr hauptsächlich Links zu Amazon finden mit DVDs und CDs von uns, weil das eigentlich das ist, was wir hauptsächlich machen. Wenn ihr dazu Fragen habt, wenn irgendwas nicht klar geworden ist, dann bitte schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde es entweder dort beantworten oder, falls es ausführlicher notwendig ist, in einem eigenen Video. Dann kommen wir jetzt zum heutigen Gusto-Stückchen. Wie gesagt, es geht ins Mittelalter und zwar geht es um die Schnarrharfe. Wir hatten vor Jahren Kontakt zu einem Ensemble namens Dulermanns Freudenton in Salzburg und die haben uns alle möglichen mittelalterlichen Instrumente vorgeführt, unter anderem eben die Schnarrharfe. Also eines der Ensemblemitglieder präsentiert dieses Instrument und dann am Schluss gibt es noch ein ganzes Ensemble mit Flöte, Percussion und eben dieser Schnarrharfe. Viel Spaß dabei! Diese Harfe ist eine gotische Schnarrharfe und sie heißt so, weil sie unten in ihrem Körper lauter kleine Schnarren eingebaut hat. Die habe ich so an die Seiten herangedreht, dass sie dagegen schlagen und ein Schnarrgeräusch entsteht. Auf die Art und Weise klingt der Ton lauter und länger, als wenn er nicht geschnarrt ist, wie hier oben zum Beispiel. Der Ton wird viel feiner. Der Ton wird lauter und gröber. Ich kann also hier, wenn ich oben spiele, mich beim Singen begleiten. Und wenn ich wilden Tanz habe, möchte ich lauter spielen.